Na gut. Wie soll ich so, gehen wir erstmal in die Richtung. Die können wir weiter da drauf schlagen. Ja, in Ordnung. Buck, wo lenk, wo rennst du lang? Zum Angriff! Zum Angriff! Wie ihr wollt. Ja, in Ordnung. Sofort. Natürlich. Zahltag. Ja, in Ordnung. Wie ihr wollt. Ja, sicher. Nein! Wie ihr wollt. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Ich wusste es doch. Ihr werdet angegriffen. Wie ihr wollt. Ja. Kommt ja nicht. Ach, Matt. Fuck, nein! Ich habe knapp nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Am Holz gefällt. Diese Türme sind halt legitim gefährlich. Sofort. Ja, in Ordnung. Ja, in Ordnung. Wie ihr wollt. Sofort. Ja, der Turm ist mir erstmal egal. Der macht gerade gar nicht so viel. Ihr werdet angegriffen. Natürlich. Ich könnte schwören, ich habe gehört. So, lasst euch vom Wagen buffen und löscht das. Macht's schneller weg, stop. Bitte. Wir bleiben hier. Halt. Feinde greifen euch an. Wir bleiben hier. Halt. Geht weg. Wir bleiben hier. Zum Angriff! Du kannst auch mit draufschlagen. Dich zurückzuhalten bringt nichts. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Exekutiert aus dem sämtlichen Leibeigenen erst einmal. Rechnung, Steuern und er könnte nicht mehr gegen reparieren. Oder nur sehr langsam. Ach, okay, die Burg ist direkt hier. Das bringt natürlich gar nicht so viel dann. Das heißt, wenn wir nur eine kleine Abteilung losschicken, um die ganzen Leibeigenen zu töten, dann funktioniert der ganze Spaß. Ihr werdet angegriffen. Oh, die wehren sich. Na, nicht mehr lange. Halt. So, kämpft die Feinde bitte nieder. Seid so gut, erschießt sie. Oh, war Katze und Hundis. So, ihr lasst das. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Das kann auch weg. Bevor die hier anfangen, da Truppen auszubilden, die uns im Weg stehen. Der kann weg. Die arbeiten sich inzwischen auch ganz brav dadurch. Hört auf damit. Hört auf dagegen zu reparieren. Sehr schön. Die Burg wird eine Plage zu stürmen. Aber wer weiß, wenn wir das Dorf so drum haben, können wir ausreichend neue Truppen ausbilden. Damit wir die Burg wohl Platz kriegen werden. Wag? Einmal darüber. Wir wissen, dass ein Turm da ist. Der muss weg. Natürlich. Oh, das sind zwei. Das macht es nicht besser. Wag, nicht zu nah rangehen. Wie ihr wollt. Natürlich.
Ja, in Ordnung. Halt! Na gut. Sicher. Na gut. Wie ihr wollt. Sicher. Wie so, da drauf. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich tue mein Bestes. Sicher. Andere Richtung wag. Oben rum. Alter. Wie ihr wollt. Ich möchte, dass den Beschuss möglichst in eine Richtung lenkst, der Turm nicht auf unsere Leute schießen kann. Gut. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Und jetzt versucht Kerberos sich hier oben über die Brücke rüber zu drücken. Was er sogar ganz gut schafft. Der Plan geht also auf. Sehr gut. Setzt bitte eine Kaserne nach hier hin. Und die nutzen wir dann, um unsere ganzen Nahkämpfer hier aufzufrischen, damit wir in der Lage sind, die Zitadelle hier zu stürmen. Außerdem kann Gruppe 0 einfach wieder ein bisschen vervollständigt werden und einen neuen Leibeigenen bekommen. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. So, komm hier hoch. Es ist Zeit. Dass er tatsächlich hier durchgebrochen kommt. Aber die Türme werden ihn aufhalten. Seid gesegnet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das Gebäude ist ausgebaut. Aber so. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Bitte schön brav alle Wörter auffrischen. Jetzt plötzlich können wir nämlich wieder sehr, sehr viele Truppen mitbringen. Ein Dorf war alles, was wir noch brauchten. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das. Gut, rüber zur Burg. Information. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Ich könnte schwören, ich... Erstmal unsere Bogenschützen Feuerkraft auch vervollständigen. Dort oben im Baum. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So, denn die haben ja ein bisschen was gelitten mit ein, zwei Beschüssen, den sie abbekommen haben. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Näher ran. Wir wollen, dass Vax Buff gleich möglichst alles mitnimmt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Näher ran, habe ich gesagt. Hört auf, irgendwie komisch aufzuteilen. Seht, was nun geht. Und reißt es weg. Fürchtet euch. Ein paar von euch tun auch wirklich so, als wenn ihr keine Befehle gehört hättet, oder? Was ist falsch mit den Truppen? Na egal, schießt. Meine Jungs und ich heute Abend frei. Wir bleiben hier. Halt! Halt! Stopp! Kommt, meine Freunde! Vag, wo rennst du? Wo rennst du lang, Vag? Zum Angriff! Okay, Vags Buff ist vorbei. Hoffen wir, dass die Leibes nicht in der Lage sind, das gegen zu reparieren. Halt die Position und greif die Burg an. Die Burg! Fuck, manchmal ist irgendwas falsch mit dir, oder? So. Ermordet die restlichen Leibeigen jetzt. Und dann könnt ihr die ganze Stadt schleifen.
Damit die aufhören, irgendwie was gegenzuhalten. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wir bleiben hier. Gut, mehr Barbaren. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, von Leiby. Das ist schon das Kerberos, von uns das Kanonenfutter bereitstellt. Formiert euch. Das ist ein Leibeigene, macht sie weg. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ihr macht das weg. Da ist noch ein Leibeigener. Mach den weg. Formation. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben. Gut, die Leibis weichen. Ich glaube, die sind jetzt alle gewichen. Entsprechend hat einfach Spaß. Räumt einfach auf. Steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Vandaliert einmal kurz durch die gesamte Stadt hier. Eigentlich müssen wir es nicht. Werden wir wohl auch nicht. Das ist ein bisschen Stufe 1 Truppen viel zu viel Arbeit, hier alles zu vernichten. Wir machen die schwarze Festung hier noch weg und dann gehen wir rüber zu der Seite. Es hat wirklich eine ganze Menge Aufwand, hier das alles kaputt zu machen. Und wir wissen, wir sehen ja, wie die Stufe 1 Truppen sich hier gegen schlagen. Gegen eine schwarze Festung. Ein Gebäude, das nicht mal ein echtes Konzept von Rüstung hat. Es ist Zahltag. Mit den Schlüsselgebäuden wollen wir also erstmal zufrieden sein. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ja, na gut. Ihr müsst näher ran, damit ihr eure Reichweite nutzen könnt. Da ist noch ein Leibeigener. Hoffentlich der letzte seiner Art. Seht hier. Sicher. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja, aber gern. So, ein paar Aussichtstürme setzen, damit wir das Ganze ein bisschen im Blick behalten können. Und dann geht's hier rüber, wo Kerberos sucht sich immer die verlorenen Schlachten aus, nicht wahr? Er macht das mit Absicht. Er will gar nicht, dass seine Soldaten am Leben bleiben. Lass mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Stop! Stop! So, Beast. Gut, das wäre sie gewesen. Hoffentlich. Machen wir uns hier eine Brücke bereit für den nächsten Angriff. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Gruppe 2 wird noch ein bisschen weiter verstärkt. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Sehr gut für das Männlein. Bildverfädelung geht gut voran. Jetzt Feierabend machen. Es ist Zahltag. Gut, die Horde ist unterwegs. Ja, ist gut. Kommt ja nicht auf die. Ach ja, genau hier. Mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude. Beinahe vergessen. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten. Lichtung. Habe Holz gefällt. Beinahe, aber nicht ganz. Ausbau fertig.
Das Gebäude ist nun ausgebaut. Information! Beten. Die Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Das Gebäude ist ausgebaut. Jawohl. Natürlich. Jawohl. Ausbau abgeschlossen. So, wir warten noch, dass Kerbos Truppen irgendwo hier stehen hat und dann gehen wir hinter ihm über die Brücke her. Ich sehe keinen Grund dafür, dass wir den ersten Hieb über die Brücke machen müssen. Er geht über die Brücke, hinterher. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Na toll. Gute Arbeit, Kerbos. Mir egal. Sofort. Ja, in Ordnung. Überrollt sie. Einer eurer Helden wird angegriffen. Natürlich. Ich tue mein Bestes. Na gut. Sicher, sicher. Na gut, sicher. Ja, seid ihr hungrig? Ja, in Ordnung. Haltet die Augen offen. Ist was? Nein, lasst euch nicht von Truppen ablenken. Ja, macht die Türme weg. Mehr als alles andere muss das passieren. Diese Türme müssen weichen. Es ist Zahltal. Sicher. Na gut. Sofort. Sicher. Sofort. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Sicher. Wie ihr wollt. Ja, sicher. Na gut. So, Gruppe 1 blutet uns ganz gut weg. Sofort. Bark heilt sich. So weit gegangen. Macht das weg. Sofort. Ich könnte schwören, ich habe da eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ja, ich tue mein Bestes. Wie ihr wollt. Ja. Ja. Ja, in Ordnung. Ach ja, hier sind übrigens noch da, wenn noch solche Leute ausgewählt, ich verstehe. Ich tue mein Bestes. Na gut. Sicher. Ich tue mein Bestes. Ja, in Ordnung. Sicher. Ja, wie ihr wollt. Wechselt das Ziel, da die beide auf Vark eingeschossen sind. Wie ihr wollt. Sicher. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Na gut. Ja. Sicher. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. So, mehr Truppen. Wie soll ich Truppen. Mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Auf meinen Befehl. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Es ist sogar Überlebende geblieben. Und rüber. Sofort. Na gut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Na gut. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Natürlich. Sehr gut. Ja, natürlich. Nein, war kein Unsinn machen. Ich tue mein Bestes. Feinde haben einen Held attackiert. Ich werd's euch zeigen. Ja, natürlich. Na gut, sofort. Ja, sicher. Na gut, sofort. Er schießt sie. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben. Verlegt den Schießplatz. Auf meinen Befehl. Ich werd's euch zeigen. Und vielleicht kommt Kerbos jetzt endlich mit über diese Brücke und macht auch was. Ja, ist gut. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Sicher. Ja. So. Und hier sind noch ein Leibeigner. Ja, in Ordnung. Sicher. Seid ihr hungrig? Feinde greifen euch an. Ja. Hoch, da hinten sind Feinde. Macht sie weg. Ich tue mein Bestes. Wow. Wow. Natürlich.
Nein, sie ist auf die Hunde. Sie ist auf die Hunde eingeschossen. Natürlich. Wie ihr wollt. Ja, in Ordnung. Ich tue mein Bestes. Ja, sauber. Löschen. Nein, nicht die Schützen. Ja. Natürlich. Naja, Verluste halt. So. Ja. Setzen wir einen Schießplatz dahin. Ja, in Ordnung. Na gut. Ja, in Ordnung. Und weiter bewegen. Ich tue mein Bestes, wie ihr wollt. Ja, in Ordnung. Ach, Tatsache. Wir sind ja, die beiden haben schwarze Festung gehabt, wir haben reguläre Burgen. Hier rüber. Ich tue mein Bestes. Wag, wo rennst du lang? Hier, du kannst hier unten durch die Nische. Ich hasse dich, Wag. Hier außen rum. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja. So. Holt euch diesen Turm. Wenn der Turm weg ist, können wir nämlich die Garnison einfach bestürmen und haben keine weiteren Probleme mehr. Dann haben wir dem Feind das militärische Rückgrat gebrochen und können uns um den Rest kümmern. Okay, jetzt holt euch die Garnison. Warum kannst... Was ist deine spezifische Wegführungsstörung, Wag? Zentrum. Ich bügle ganz hervorragend. Es ist gut, dass Wag so gut im Haushalt ist. Sehr nützlich. Steuern und Sold werden gezahlt. Beten. Die Priester segnen die Bewohner der Stadt. Na gut. So. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gut, hier ist unsere Paranoia hoffentlich erstmal für den Moment zufriedengestellt. Kein Problem. Acht. Da. Gruppe 0. Da. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich diese Burg als nächstes. Nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Ich brauche eure Hilfe, Freunde! Natürlich schießen einige von euch auf die verdammte Münzstätte, weil nicht nah genug rankommt. Da drauf. Ich hab getan, was ihr wolltet. So. Sehr gut. Ja, sicherheitshalber gehe ich doch noch zwei weitere Türme. Und einen weiteren Schießplatz. Gruppe 0 baut das Dorfzentrum. Ich hätte gerne die Bevölkerungskapazität, noch mehr Truppen auszubilden. Einfach weil ich ein sehr vorsichtiger Mensch bin. Auch wenn ich mir um Kerberos, glaube ich, gar nicht so viele Sorgen machen muss. Allen Anschein nach. Bezahlen ihre Steuern. Gerne. Da oben ist ein wunderschöner Wasserfall, den wollen wir erstmal aufdecken. Der Großteil der Karte besteht natürlich aus Bergen, die wir nicht wirklich erkunden können, wo nicht wirklich was ist. Ich zeige euch den Weg. Seid gesegnet. Ich hab getan, was ihr wolltet. So. Ja. Sicher. Und so. Bleib einfach hier.
Wer weiß, wann du deinen Buff wieder bekommst, um die ganzen Schützen in Overdrive zu schicken. Wirklich? Wie hast du den Leibeigen provoziert? Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Zur letzten Burg. Beten. Normalisieren wir die Steuern. Wir werden jetzt die 51.000, die wir haben, nicht so schnell verbrannt bekommen. Ich hoffe, wir müssen nicht die Städte restlos schleifen, ansonsten wird es eine Weile dauern. Ihr werdet angegriffen. Wir haben nämlich jetzt nicht so viele Truppen, die tatsächlich in der Lage sind, irgendwas gegen Gebäude zu machen. Der hinten schlägt einen Hund! Tötet ihn! Was wäre das mit den ganzen Leibis los? Ich vertraue ihnen nicht, dass sie nicht doch wieder irgendwelche Sachen aufbauen. So. Ich werd's euch zeigen. Macht die Münzstätte weg. Dann könnt ihr euch näher ran bewegen. Weil ich doch weiß, wie eure Wegfindung schon wieder unterwegs sein will. Wo rennst du lang? Ja. Ist in Ordnung. Alles gut, Vark. Alles gut. Wie soll ich das ist euer Defekt, Leute. So, macht's weg. Gut, sobald das weg ist. Gut, Cabros Horde arbeitet sich auch Stück für Stück durch. Vielleicht gemeinsam mit ihm wird es einfacher sein, den ganzen Spaß zu schleifen. Mal sehen. Super, gemeinsam mit einem Clansbruder Cabros wurden alle Widersacher vernichtet und deren Kriegsmaschinerie zerstört. Beide Helden feiern deinen Sieg bei einem rauschenden Fest. Gut, Paranoia unnötig. Sehr gut. Ich hoffe, dass dir das Spiel gefallen hat. Über konstruktive Kommentare zu der Map würde ich mich sehr freuen. Und das war die Karte. Cerberus hat uns nicht verarscht, was ist bemerkenswert. Ich bin es zu gewohnt, dass er es tun würde. Aber für den Moment war es eine schöne kleine Karte, die man zwischendurch spielen konnte mit dem netten Twist, dass man halt mit den schwachen Truppen nur kämpfen konnte. Es wurde natürlich ein bisschen... Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass man nichts gegen Gebäude spezifisch hatte, sodass einige Sachen echt lang gedauert haben. Und natürlich haben sich die Feinde in ihren eigenen Basen nicht wirklich verteidigt. Die haben halt über stereotypische Bluebird-Armee-Taktik sich auf den Feind gestürzt oder sich in Richtung Feind gestürzt und in ihrem dortigen Gebiet dann gekämpft. Anstatt unterwegs alles anzugreifen. Aber es ist auch eine ältere Karte. In jedem Fall allerdings definitiv unterhaltsam gewesen. Und eine nette kleine Entspannungsabwechslung. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Na, was laber ich hier? Ich vergesse schon, die Statistiken durchzugehen. Ja, man merkt die Momente, wenn wir auf Kanonentürme getroffen sind. Jedes Mal. Über die Brücke, Truppen tot. Aber ich glaube, das war noch nicht über die Brücke. Das war, glaube ich, die erste wirkliche Feldschlacht. Aber diese Abstürze, das waren Angriffe über eine Brücke. Und das war der Moment, wo wir plötzlich Aris Dorfzentrum hatten. Da hatten wir irgendwie ein paar Truppen übrig. Ich frage mich, wie das passiert ist. Motivation, Leibeigen und Arbeiter, Lehm, Eisen, Taler, Stein, Holz, Stein, Schwefel und Holz. 44 Gebäude haben wir zerstört, keins verloren, 1829 Leute erledigt und 350 verloren. Und hier, wir sehen hier wieder die ganz genauen Sprünge, wo Türme ins Spiel gekommen sind und unsere Armee zerfleischt haben. Türme haben, also ich glaube, man hatte wirklich niemals die Gefahr, dieses Spiel zu verlieren. Das war, glaube ich, nicht wirklich möglich. Einfach, weil die Türme so unglaublich mächtig gegenüber Stufe 1 Truppen sind, dass man schon sehr gut dagegen vorgehen muss, damit man die Türme wirklich platt kriegt.
Hätten wir selbst einfach nur die ganzen Truppen raufgepumpt, hätte es wahrscheinlich das eine oder andere Jahrhundert gedauert, bis wir über die Brücke rübergekommen wären. Aber insgesamt sehr unterhaltsam gewesen. Und in der nächsten Aufnahme widmen wir uns dann der nächsten Karte. Welche wir noch raussuchen dürfen, aber ich glaube, das wird eine der jüngeren sein, die rausgekommen sind. Wie dem auch sei, ich muss mich nachher noch für den Bannerlord-Stream vorbereiten. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und Cheerio.